Hallo meine Lieben, heute sind wir in meiner Küche, allerdings nicht an dem gewohnten Arbeitsplatz, sondern heute mal an meinem Küchentisch, weil ich bin nämlich zum Backen verdonnert worden. Eigentlich bin ich nicht die Backfee, aber dieses Mal möchte ich euch trotzdem mal was Leckeres backen. Und zwar, wir backen heute Mini-Stollen. Ihr kennt ja alle Stollen. Mich ärgert es jedes Jahr, es wird ein großer Stollen gekauft, es wird ein Drittel gegessen und der Rest wird dann hart und keiner mag ihn dann mehr. Und deswegen habe ich mir so ein paar Rezepte rausgesucht, die habe ich natürlich ein bisschen umändern müssen, war ja wieder ganz klar, hat wieder nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir backen jetzt einen Mini-Stollen. Manche kennen das auch unter Stollenkonfekt, allerdings ein bisschen größer. Ich habe hier einige Zutaten, ich will euch da mal was dazu erklären. Wir haben ja einen Dörrobstautomaten und wir dörren ja viele Früchte, die es bei uns gibt in der Region selbst. Also hier habe ich zum Beispiel getrocknete Zwetschgen. Die sind ein bisschen fester, die sind aber wirklich ohne irgendwelche Zusätze, ohne Schwefel, ohne irgendetwas getrocknet. Auch unsere Aprikosen sind ein bisschen fester. Und wenn wir sowas verarbeiten, wenn ich die verarbeite, müssen wir die klein schneiden und dann ein bisschen in Flüssigkeit einlegen. Also ich tue dann immer so 2 Esslöffel Milch drüber, wenn ihr das verwenden wollt, damit die ein bisschen Feuchtigkeit ziehen, sonst wird unser Stollen zu trocken. Ihr könnt aber auch, es gibt ja zu kaufen, so Soft-Aprikosen, da habe ich hier ein paar gekauft, damit ich die euch mal zeigen kann. Wie ihr seht, die sind auch schön weich. Sind halt allerdings, finde ich jetzt, babsüß. Ich habe jetzt 2, 3 probiert. Sind auch geschwefelt und sind auch mit Sonnenblumenöl behandelt. Gibt es auch Zwetschgen oder Pflaumen, das ist das Gleiche. Und ja, ich sage jetzt mal, wer jetzt kein Dörrobstautomat hat, kann dazu auch greifen. Das ist jetzt nicht das Problem. Viele machen das ja auch in ihr Frühstücksmüsli rein, so getrocknete oder so Softfrüchte. Ich habe mich jetzt eigentlich für meine entschieden, habe von den anderen noch ein paar dazugenommen, weil ich muss sie ja auch verarbeiten. Man kann natürlich auch, wie es traditionell in den ganzen Stollen drin ist, das kennt ihr auch, ich habe es auch gekauft, damit ich es euch zeigen kann, dieses Zitronat und Orangeat nehmen. Was ist Zitronat und Orangeat? Das sind eigentlich nur die Schalen von diesen Zitronen oder von den Orangen. Die werden in ganz, ganz viel Sirupsaft ein paar Mal gekocht. Und dann werden die da reingetan. Also es ist eigentlich eine, wenn ich ehrlich bin, eine Zuckermasse pur. Ja, ich habe mich dafür jetzt nicht entschieden. Ich habe das Rezept einfach ein wenig umgeändert, weil ich einfach der Meinung bin, bei uns gibt es so viele leckere Früchte, die kann man einfach auch wunderbar verarbeiten. Was es bei uns natürlich leider nicht gibt, sind diese Rosinen oder Sultaninen. Die kaufe ich natürlich auch zu. Da achte ich aber immer wirklich drauf, dass ich welche kaufe, die natürlich nicht geschwefelt sind. Und die lege ich mir dann so in so ein Glas mit Rum ein und da reinkommen, unbedingt wichtig, schmeckt auch viel besser, so ein paar Vanillestangen dazu. Die habe ich jetzt hier eingelegt. Wenn natürlich Kinder den Stollen mit essen, solltet ihr vielleicht die normalen Rosinen nehmen und die einfach ein bisschen Saft oder ein bisschen Milch einlegen. Also, das wollte ich euch jetzt noch sagen, dass wir dieses Mal wirklich einen fränkischen Stollen machen, also mit Früchten aus unserer Region. Wir fangen jetzt an, mit unserem Grundteig herzustellen. Also wir wollen heute einen mittelfesten Hefeteig herstellen. Und am besten ist es, ihr seht ja, ich habe es auch so gemacht, alle Zutaten vom Rezept erst abwiegen und in Schüsselchen geben und wirklich alles herstellen und vorbereiten, damit man dann nicht einfach aufhören muss und wieder weglaufen muss. Ich habe heute ein normales Mehl genommen, also dieses 405er Weizenmehl. Bitte, wenn ihr Mehl verwendet, gebt es durch ein Sieb durch, weil es kann doch mal passieren, dass mal ein paar Spelzen drin sind, ein paar Klümpchen drin sind. Und wenn man dann in seinem Gebäck dann solche Klümpchen hat oder dann da drauf beißt auf den Mehlklumpen, dann ist es einfach unangenehm. Deswegen geben wir das auf jeden Fall erstmal durch ein Sieb. Und ich habe mich heute auch für eine Trockenhefe entschieden, weil ich einfach sage, wenn man jetzt zum Beispiel
bloß 20 Gramm Hefe braucht oder 10 Gramm. Und dann ist wieder ein Stück Hefe über, die landet dann wieder im Kühlschrank. Und nach 3, 4, 5 Tagen, weil ja keiner mehr was backt, das sieht ihr da, hier sind zum Beispiel so ein paar kleine Spelzen drin. Gebe ich jetzt mal hier auf meinen Teller. Dann schmeißen wir natürlich diese Hefe dann weg und das sind für mich einfach Sachen, die nicht gehen. Deswegen arbeite ich sehr gerne mit der Trockenhefe. Die wird einfach nicht schlecht. Da nehme ich mir so viel raus, wie ich brauche. Und den Rest kann ich zumachen und der hält sich auch einige Zeit. Stopp. Oh, ich habe mein Mehl jetzt in meiner Schüssel reingemahlen. Dann gebe ich jetzt meine Trockenhefe dazu. Ist halt auch schön bei der Trockenhefe, man muss jetzt nicht wirklich einen Vorteig machen. Also bei der normalen Hefe, bei der Frischhefe, sollte man die ja erst ein bisschen mit warmer Milch ansetzen. Das sparen wir uns bei der Trockenhefe, die kann gleich mit in unser Mehl rein. Und bei meinem Rezept ist es eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich gebe noch eine Prise Salz für die Hefe dazu. Wir geben einfach alles zusammen. Dann wird es durchgeknetet und dann lassen wir das gehen. Also ich gebe jetzt meine Milch rein. Die ist Zimmertemperatur. Reicht auch für die Hefe, die Trockenhefe. Dann gebe ich rein meine Margarine. Ja, mal ausstreichen, damit wir nichts wegwerfen müssen. Dann gebe ich meinen Zucker da rein, weil Hefe muss ja immer was zu essen haben. Und das ist der Zucker wunderbar. Dann kommen in mein Rezept noch 2 Eier. So, das tun wir jetzt mal vorsichtig ein bisschen zusammenheben. Also bitte Handschuhe anziehen. Könnt es auch gerne ohne machen, aber ich mag es einfach nicht, wenn überall an meinen Fingern und unter den Fingernägeln dann der Deich rumklebt. Also da bin ich nicht der Freund von. Ihr wisst ja auch, das Backen ist jetzt auch nicht so mein Ding. Aber ich wurde genötigt. So, jetzt verrühren wir das schön miteinander. Und dann geben wir auch gleich unsere Früchte dazu. Jetzt tun wir den Teig schön durchkneten. Den dürft ihr ruhig schön durchkneten, dass wirklich alle Zutaten schön miteinander vermengt sind. Und dann, wenn ihr den durchgeknetet habt, nehmt ihr, so wie ich, einen Topfdeckel. Also ich mache es immer gern mit einem Topfdeckel, weil der Hefeteig, der geht jetzt so lange, bis er eigentlich doppelt so groß ist, wie er jetzt in eurer Schüssel ist. Also das müsst ihr euch ein bisschen angucken. Einfach bei Zimmertemperatur, im Moment ist es ja eh so, dass wir alle ein bisschen heizen, bei Zimmertemperatur gehen lassen, bis er seine doppelte Größe erreicht hat. Und ganz wichtig ist es, wenn ihr Hefeteig gehen lasst, müsst ihr den abdecken. Also viele sagen immer mit dem Geschirrtuch, aber ich decke den immer ab mit einem Topfdeckel, der auf meine Schüssel passt. Weil wenn jetzt die Feuchtigkeit zu sehr rausgeht aus unserem Hefeteig, dann wird der nachher beim Backen ziemlich trocken. Und wir wollen ja eigentlich saftige Mini-Stollen backen. Okay, stell den jetzt an den warmen Platz und wenn es soweit ist, dann seht ihr mich gleich wieder. Meine Lieben, ich habe jetzt schon mal den Arbeitsplatz hier wieder ein bisschen vorbereitet. Also mein Teig ist jetzt gegangen. Warte, ich schaue mal auf die Uhr. Also den habe ich jetzt wirklich 4 Stunden gehen lassen.
Ihr seht jetzt auch hier am Deckel die Feuchtigkeit, die drin geblieben ist. Wir gucken uns den jetzt mal an. Seht ihr? Der ist richtig schön luftig. Ihr werdet euch jetzt wundern, dass der jetzt in der blauen Schüssel ist. Vorhin war der in der silbernen Schüssel. Ich sage euch auch warum. Ich stelle den immer bei meinem Kachelofen. Da ist so ein Gitter, das nehme ich immer raus. Da hat mein Mann mir so ein Brett reingebaut. Und als ich vorhin die Schüssel reinstellen wollte, habe ich leider gemerkt, dass die Schüssel zu hoch ist. Und somit musste ich den vorhin schnell noch in eine andere Schüssel geben. So, jetzt seht ihr mal, wie schön luftig der aufgegangen ist. Das hört man richtig, wenn man den anfasst. Jetzt wollen wir natürlich unsere kleinen Stollen machen. Also am besten, wie ich, auf dem Küchentisch oder auf einer großen Arbeitsfläche ein bisschen Mehl hin tun. Dann machen wir ein bisschen Mehl an die Hände. Jetzt in meinem Fall an die Handschuhe. Und dann holen wir uns ein Stück von unserem Hefeteig raus. So, den rollen wir jetzt auch noch mal hier so ein bisschen in Mehl und schauen, dass wir so ein bisschen eine gleichmäßig große Wurst bekommen. In unseren Stollen, bei uns in Franken, kommt natürlich ein bisschen Marzipan rein. Die mache ich nicht selber, sondern da kaufe ich mir die fertige Marzipanmasse. Das ist noch von letzter Woche über. Ich habe das Stollenkonfekt ja schon letzte Woche gebacken, weil ihr wisst ja, ich muss das natürlich mal ausprobieren und ich muss natürlich auch meiner Familie das mal kredenzen, ob die das mögen. Und das Stollenkonfekt ist jetzt gut 3 Wochen haltbar in einer schönen verschlossenen Dose. Aber ich sage euch was, 3 Wochen lebt bei uns kein Stollen. Mein Mann hat gestern Abend die letzten 4 gegessen. Und jetzt machen wir uns aus unserer Marzipanmasse, deswegen habe ich hier noch ein bisschen übrig gehabt von letzter Woche, machen wir uns so eine kleine Wurst. Die legen wir jetzt hier in unser vorbereitetes Stückchen, drücken das ein bisschen vorsichtig mit unseren Fingern zu, bringen das schön in Form und am besten ist es, die geschlossene Stelle, die legen wir auf unser vorbereitetes Blech unten hin. So, also ich tue mal auf mein Blech ein Backpapier. So, jetzt schneiden wir uns wieder ein Stückchen ab. So, seht ihr das? Ah, schön saftig. Hier sind unsere ganzen leckeren Früchte drin. So, dann nehmen wir uns wieder so ein Löffelchen. Machen wieder so ein Würstchen. Und dann füllen wir unseren kleinen Mini-Stollen. Drücken das wieder ein bisschen zu, bringen den ein bisschen schön in Form, weil ihr wisst ja, auch das Auge isst mit. Und so machen wir jetzt unser ganzes Blech voll. Ich bin jetzt gleich fertig. Schaut mal, wie schön sauber unsere Schüssel ist. Also der hat nicht angeklebt und der ist wirklich richtig fluffig. Wenn ihr jetzt natürlich beispielsweise keine Marzipan mögt, müsst ihr natürlich auch keine reintun. Unser kleiner Mini-Stollen, unser kleines Stollenkonfekt schmeckt natürlich auch super lecker ohne die Marzipan. Ich mache sie gern rein, weil wir essen alle gern mal so ein Stückchen Marzipan. Und ich sag euch, die halten keine 3 Wochen. Also bei mir sind die mindestens, ja, ich sag mal spätestens nach 14 Tagen sind die bei uns locker und leicht weggegessen. Und wenn ihr jetzt so wie ich auch noch ein kleines Stückchen Marzipan übrig habt, dann schneidet ihr das einfach in so Würfel, wie hier, seht ihr, gebt es in so ein Schraubgläschen und dann stellt ihr das einfach in euren Kühlschrank, weil ich garantiere euch, ihr macht bestimmt noch einmal diese leckeren kleinen Mini-Stollen vor Weihnachten und dann könnt ihr euer Marzipan wieder verwenden, weil das hält nämlich im Kühlschrank wirklich gute 3 Wochen. Meine Lieben, wie ihr seht, bin ich jetzt fertig. Meine kleinen Mini-Stollen sind jetzt alle auf dem Blech. Die lasse ich jetzt auf dem Blech hier in der Zimmertemperatur auf jeden Fall noch gut 30 Minuten gehen. Also ihr braucht den Ofen noch nicht anschalten. Lasst die noch 30 Minuten gehen, das seht ihr, die steigen dann so ein bisschen auf und dann backen wir die, weil wir wollen die ja wirklich fluffig. Den Rest von meiner Marzipanmasse habe ich ja schon gesagt, den schneide ich mir jetzt hier in so ein paar Würfelchen
Die kommen dann hier in mein Glas und das Glas wandert dann erstmal in den Kühlschrank, dass uns das nicht schlecht wird. Und dann finden wir auch noch bestimmt eine gute Verwendung dafür. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieben, ich möchte euch jetzt trotzdem noch was sagen. Und zwar, wenn wir sowas machen wie jetzt den Hefeteig hier, diesen mittelfesten Hefeteig, ich mache so lange hier mal sauber, nehmt euch die Zeit. Am besten macht es vielleicht an dem Tag, wo ihr nicht auf die Arbeit gehen müsst oder vielleicht am Wochenende. Macht euren Teig Vormittag und lasst wirklich den Teig die Chance, dass er wirklich in Zimmertemperatur aufgeht. Wenn ihr den abgedeckt mit so einem Topfdeckel oder ihr könnt auch eine Klarsichtfolie machen, wenn ihr keine Schüssel habt, wo der Deckel drauf geht, schön in Ruhe gehen lasst, dann wird der richtig luftig und richtig locker. Manche, die stellen den bei, ja, ich sag 50, 60 Grad in die Röhre, aber das ist mir einfach zu schnell. Lasst den wirklich bei Zimmertemperatur hochgehen. Ihr seht ja jetzt schon, der fängt jetzt schon wieder an und wird so ein bisschen fluffig, kommt so ein bisschen hoch. Also gebt dem Hefeteig die Zeit, dass er einfach in der Zimmertemperatur aufgeht. Ihr habt viel mehr von eurem Gebäck, wie wenn ihr mit Hitze zusätzlich dieses Aufgehen schneller macht. Also Vormittag den Teig machen und dann am besten, so wie ich jetzt, auf den späten Nachmittag, auf abends zu, rausbacken. Die kann man sowieso noch nicht gleich frisch essen. Die schmecken dann, ja, ich sag mal, erstollen ist eigentlich was, was so ein bisschen Ruhe braucht. Desto länger der ruht, was bei meinem Mann natürlich nicht der Fall ist, aber eigentlich heißt es immer, erstollen, der muss 3 Wochen ruhen, also 3 Wochen überleben die bei uns nicht. Und der muss auch nicht so lange ruhen. Ich zeige euch nachher mal einen Trick, wie wir den auch wirklich noch schön saftig halten in unserer Büchse, beziehungsweise in unserer Schachtel mit Deckel. Aber gleich frisch essen, da schmeckt ihr euch noch nicht. 1-2 Tage warten, wenn ihr es schafft. Und dann werdet ihr mal sehen, wie lecker dieser fränkische Stollen mit unserem Obst aus unserer Region ist. Meine Stollen sind jetzt noch ein bisschen gegangen. So eine halbe Stunde standen die jetzt noch hier. Hört ja auch so im Hintergrund ein bisschen schnurren. Das ist mein Ofen, der läuft schon. Und nachher, wenn die gebacken sind, müssen wir die noch mit ein bisschen Margarine bestreichen. Und dann kommt Puderzucker drüber. Also das brauchen wir, damit er schön saftig bleibt. Ich spare mir jetzt natürlich die Energie, um diese Margarine nachher einfach nochmal in dem Töpfchen warm zu machen. Ich habe da so ein, ja, ich sag mal Kerzenglasen leeres. Die hebe ich mir immer auf. Die sind ja sehr hitzebeständig. Die stelle ich mir an die Ecke gleich mit hin. Das geht gleich mit rein, weil unser Stollenkonfekt backt nämlich nicht sehr lange. Und ihr müsst immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr die backt. Also goldgelb. Jeder Ofen backt ein bisschen anders. Deswegen, ich gebe euch im Rezept natürlich die Zeit an. Aber bitte schaut mal zwischendurch immer mal rein. So, und jetzt gehen wir in den Ofen. Meine Backzeit ist jetzt rum. Sind wunderschön braun geworden, die sind ein bisschen bräuner, macht gar nichts. Mein Ofen backt auf der einen Seite immer ein bisschen dunkler wie auf der anderen. Ich weiß zwar nicht warum, aber die sind schön durch. Wenn ihr so seht, wenn ich so mit dem Finger drücke, sie geben wunderbar nach, also sie sind wirklich schön aufgebacken. Jetzt wollen wir die natürlich noch mit unserer Rama hier, also ich nehme immer lieber Rama, ihr könnt natürlich auch Butter nehmen. Jetzt werden die noch bestrichen. Wichtig. So, und wenn wir die bestrichen haben, geben wir darüber noch einen Puderzucker. Das braucht unser Konfekt jetzt, unser kleiner Mini-Stollen, damit er schön saftig bleibt. Weil sonst würde er einfach viel zu schnell austrocknen. Wir haben zwar leckere Früchte drin, die recht saftig sind, aber wir wollen den ja ein bisschen lagern und deswegen streiche ich den ein und dann kommt Puderzucker drüber. Wenn ihr jetzt denkt, ich tue da jetzt echt viel drauf, ein bisschen schon drauf tun, weil wenn wir den nachher hochheben, fällt der Rest runter. Also es bleibt jetzt wirklich nur auf unserem kleinen Stollen der Puderzucker drauf, den wir auch wollen. So, machen wir hier noch.
Wir machen unseren Puderzucker immer selber. Bei mir ist der fertige Puderzucker einfach zu teuer. Ich nehme einfach einen normalen Haushaltszucker und dann wird der bei mir gemahlen. Und dann haben wir schon Puderzucker. Ihr seht ja, ich habe hier im Teller einen Puderzucker. Die Franziska hat heute Vormittag kantierte Feigen gemacht und da war noch ein Puderzucker über. Und den verarbeite ich jetzt natürlich gleich. So, also ruhig schön einpinseln mit unserer Margarine. Mache ich auch gleich auf dem Blech und dann lassen wir das alles schön abkühlen und dann gehen die in eine Vorratsdose und ich glaube, diesmal verstecke ich die, sonst hat sie mein Mann nämlich gleich wieder gefunden und weggeputzt. Ich bin jetzt fertig mit meinen kleinen Mini-Stollen. Wenn ihr euren Zucker drauf habt und ihr könnt es schon ein bisschen anfassen, schaut, dann klopft ihr den einfach so ein bisschen runter, dann bleibt auch wirklich nur der bisschen Zucker drauf, den die Margarine aufgenommen hat. Der Rest, den ihr da auf unserem Blech seht, das lasse ich abkühlen. Dann fülle ich das in eine Dose oder in einen Behälter, eine kleine Schüssel. Und fürs nächste Backen verwende ich den Zucker natürlich wieder. Den werfe ich jetzt nicht weg. Da ist jetzt auch nichts dran. Und hier das bisschen Margarine, was dran ist, das ist nicht schlimm. Das passt in jedes Rezept rein. So, ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wäre super, ihr würdet mir mal ein Feedback schicken, wie euch meine kleinen fränkischen Mini-Stollen geschmeckt haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und viele liebe Grüße aus Franken. Tschüss!